gucken wir jetzt mal, welche Aufträge wir dann machen, um möglichst viel Fame zu bekommen, weil ich ja so eine Fame-Bitch bin. Techniker und Arbeiter haben wir. Techniker und Arbeiter fast vorhanden, ja. Müssten wir erstmal wieder ein kleines Casting veranstalten, damit wir die Reihen auch wieder voll kriegen. Also machen wir das mal eben. Bisschen Kohlen. Denn das ist alles nur geklaut. Eo, eo. So. Und dann schmeißen wir... Ich würde sagen, während die hier sind. Ne, halt hier sollen die hin, ne? Wir versauen uns es ja jetzt jeden Moment dann mit dem grünen Bereich sowieso wieder. Achso, da können wir auch noch gleichzeitig was machen. Das wär's doch. Dann machen wir eine Drei-Mann, also Drei-Orte-Aktion und kriegen so direkt den gebündelten Hass der Kafka-Organisation auf den Hals. Und zwar schicken wir hier jetzt, können wir das überhaupt von den Leuten her? Techniker, Arbeiter, sechs Arbeiter und sechs Techniker. Dann kommen hier 10 Wachen hin. Und Dr. Neurosite und noch ein Söldner und noch ein Söldner. Und hier oben kommen einfach mal, ach, wollen wir mal nicht knausern, 15 Söldner hin. Und hier unten kommen auch noch mal ein paar Söldner und ein Eli hin. Und wenn das alles jetzt gleich ist, dann kriegen wir danach voll auf den Deckel. Sehe ich jetzt schon. Aber dann haben wir zumindest, warte, nein, das nicht. Das nicht, sondern... Ja, das können wir fast danach auch noch machen. Aber man kann ja pro Gebiet immer nur eins machen. Also das hier, das und kräftig Geld. Eigentlich den kompletten Bereich des Grünen momentan dann geraped. Haben wir sonst noch irgendwo Leute rumlaufen hier auf der Insel? Irgendwas, was uns gerade Böses will? Wir sind so ein armes, fieses Genie, was einfach nur so ein bisschen Weltherrschaft haben will, ne? Und kommen immer diese blöden Hüter der Gerechtigkeit und probieren uns da einen Strich durch die Rechnung zu machen. Sowas ist echt unfair, echt. Das ist immer dieses Spiel verlieren. Kriegen wir das denn noch hin, bevor ich mit der Aufnahme durch bin? 54 Minuten sehe ich gerade auf der Uhr. Kriegen wir bestimmt hin. Die beeilen sich jetzt. Die nehmen den schnellen Hubschrauber. Womit könnte denn dieses Gerät am besten irgendwas erfinden? Damit vielleicht? Ich sag mal ja. Ansonsten wissen wir es. So ist es. So, hier laufen jetzt wieder Wachleute lang. Da kommt irgendwer. Wer kommt da? Achso, das sind meine Leute, die jetzt abhauen. Ja, klar. Wie viel da reinpasst in so ein Helikopter, wa? Ich werd bekloppt. Die stapeln sich hier hinten bestimmt schon. Wow. Das ist aber wirklich viel. Hallo? Wie viele Leute habe ich denn abgeordert? Die fliegen jetzt alle mit dem Helikopter, mit einem Helikopter. Kannst du mal gucken, ja. Die stehen jetzt hier hinten bestimmt schon so an. So, wie in so einer vollgedrückten S-Bahn der Deutschen Bahn. Stehen die da jetzt schon. Und steigen neue Leute dazu und sagen dann auch schon so immer diese super... Da hinten ist noch Platz. Können sie nicht mal ruhig durchrücken? Ja, ja, halt die Fresse. Ist ja nicht wahr. Sehen Sie nicht, ich stehe selber und habe keinen Platz. Ja, toll. So, dann jetzt. Dann jetzt hier so, wa? Hä? Ups, da sind schon Leute vorhanden. Wie sind denn die so schnell da hingekommen, sag mal? Die sind doch gerade erst mit dem Helikopter losgeflogen. Helikopter.
So, alle erstmal kurz verstecken, weil jetzt Leute sind. Verzieht euch mal. Ich will hier große Klauaktion machen. Verstecken. Alles schön verstecken, ey. Kafka Gerechtigkeitspräsenz. Achtung! Dies ist ein Agent der Gerechtigkeit. Solange er sich in einer Region befindet, leiden ihre Bediensteten erheblich unter Zermürbung und die Ausführung Informationen wird noch gefährlicher. Verstecken Sie sich. Verstecken Sie sich. 1, 2, der Agent, der kommt vorbei. Ah, okay. Hier kann man dann schon mal wieder anfangen. Ups. Und go! 30 Sekunden dauert das Ganze nur. Ich sag euch, das ist eine super Aktion, dass wir jetzt gerade... Komm, verzieh dich da mal an. Bekanntheitsgrad plus 10 in minus 10. 5, 4... 3, 20 Wut. Wir kriegen so gleich den Arsch voll von denen. So, die direkt erstmal zurückbeordern. Ja, es ist auch voll assi. Jetzt wegen diesen blöden Agenten da oben, kommt man jetzt hier oben gar nicht mehr weiter klauen in der Zeit. Müssen wir die halt abziehen. Weil ansonsten jetzt da noch weiter was zu klauen, das bringt's halt nicht. Wir brauchen die Soldaten gleich bei uns zu Hause. Ach, der Blitzgenerator. Das ist mein Lieblingsspielzeug, echt. Das ist einer mit meiner Lieblingsspielzeuge. Den müsste man auch am besten... Ach ja, dachte ich mir schon. Und da wir mit der jetzt großartig nichts machen können, außer die zu verwirren... Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Was? Machen wir das damit. Und das? Okay, kann man direkt zwei sagen. So. Ja, endlich. Und dann hier. Mission wird ausgeführt. Action wird ausgeführt. Neue Objekte stehen zum Kauf bereit. Nein, stehlen. In der Zeit, wo ihr da seid, könnt ihr auch klauen. Gesamteinkommen. Wir haben ja über 10 Leute. Gesamteinkommen 2900. Das ist ja wohl Kiki. Kikifax ist das. PR-Manager hier von den Quantenphysikern. Machen wir uns mal 4. Ich weiß ja nicht, wie viele wir haben. 5 mal 5. Ich weiß ja nicht, wie viele. 100. Kapazität ist auf 100. Wey! Ich weiß ja nicht, wie viele wir da dann letztendlich für brauchen. Jetzt machen wir hier auch schon mal die neuen Tresore hin. Die neuen Tresore. Blöd, Mann. Wandschränke. Ja, genau, so. Dahin. Objektkauf vor den. Schön, das hat auch funktioniert. Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Ja, ja. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Ja, komm, bald auch schon mal ein bisschen da. Zack, Objektkauf zack, zack. Wurde in Auftrag gegeben. Superagenten sind die besten Spione der Welt. Jedes ja, Gebiet hat einen Superagenten. Und obwohl sie unbesiegbar ja, erscheinen, so hat doch jeder seinen geheimen total der Schwachpunkt. Blöde Penner. Zu einem späteren Zeitpunkt werden ist, sich ihnen Möglichkeiten ist, eröffnen, so diese Coolio Makel Boy. Aufzudecken. Aber das bis dahin können sie Penner. Superagenten nur schwächen und ablenken, ja, bis die Zeit für ihre Mission abgelaufen ist. Seien sie besonders vorsichtig, wenn sie Superagenten angreifen, da diese Charaktere imstande sind, ihre Handlanger zu eliminieren. Sind alle drei Leben aufgebraucht? Voll. Will ich gar nicht sehen, den blöden Spinner. Der ist doof, ich mag den nicht so. Besser leben im Chi, bauen sie eine Datenbank. In Japan findet gerade eine Technologiemesse statt, die sollte sich mal anschauen. Okay, gut. Achso. Können wir mal gucken. So. Das da. Das, nein, was? Nein. Das da,
Und was habe ich vorhin das da gemacht? Dann nehme ich jetzt das da. Schön. Die ganzen Bediensteten und was, die stehen hier schon. Die wissen schon Bescheid, dass die sich um die zu kümmern haben. Super geil. Boah, diese Kameras, ne? Ich sollte einfach mal mehr davon bauen. Ich weiß noch nicht, wie ich immer auf die Idee gekommen bin, die nicht bauen zu können müssen. Okay, die beiden brauche ich jetzt auch nicht mehr. Fang. Ich sag mal, Giftgasfalle, Bombenerfindung. Ach nee, hier unten ist irgendwas zu holen. Was denn? Ach ja, das Klongerät. Da brauchen wir 8 Arbeiter, 3 Techniker. Das fangen wir an, uns aber erst zu besorgen, wenn die Mamba wieder vom Gelände verschwunden ist. Vorher mag ich damit nicht loslegen. In der Zeit werden wir aber noch ein bisschen unseren Ruf verbessern. Ist ja eigentlich nicht, ne? Wenn man gegenüber der Weltregierung sich schlechten Ruf aufbaut, ist es ja eigentlich nicht verbessern, oder? Und was haben wir hier noch? Captain Blue, 5 und 10, da. 8 Techniker, haben wir. Machen wir direkt. Und schicken wir direkt einen Dr. Norris halt wieder mit. Und 4, 5 Soldaten zum Schutz. Das wird uns 20 Wut bei denen einbringen, also wird hier oben irgendwo wieder der Pegel ausschlagen und 10 plus Bekanntheitsgrad. Das heißt, dann sind wir auf 175. Haben wir noch ein plus 10 irgendwo? Ja, hier. Und zwar brauchen wir da einen Kammerdiener für, eine Wache und 6 Arbeiter. Machen wir 7 und 11 Wachen. Dann sind wir auf 185. Dann heißt das, wir bräuchten noch 15 Punkte. Hierfür sind es 5. Das sind dann also nur noch 10 Punkte nach dem Klau der Maschinerie. Wo ist Fräulein Mamba? Was ist das hier? Ich sehe schon wieder Vollidioten. Eindringling wurde mit das heißt, ich muss hier das Ganze nochmal ein Stück weit canceln. So, schicken wir halt nur 5 Soldaten mit. Die sollen dann erstmal reichen. Was ist hier? Das sind auch nur 5. Gut. Ist ja gut, der. Und sobald die ja jetzt gleich... Bei uns ist der Eli auch irgendwo mit hin. Ich check das immer alles, ne? Nein, Eli ist noch bei uns in der Basis. Ist schön. Ach so, ja, jetzt laufen die natürlich alle freiwillig da in den Tod. Ja, ist natürlich bombenmäßig. Eliminieren Tag angeordnet. Warnung, feindliche Personen in Basis. Nein, nein! Geht euch erst bewaffnen! Geht euch erst bewaffnen! Geht euch erst bewaffnen! Wo ist denn Eli? Dürfte ich mal erfahren. Oh, ja, du bist der Bringer, Alter. Der ist ja. So, kurz und knackig, mach dich nackig, mach mal alle platt. Mach mal keine Gefangenen mehr, raus da rein. Ja, dankeschön. Wo ist Mamba? Läuft die hier irgendwo rum? Weil wenn wir uns mit der anlegen, haben wir echt schlechte Karten. Hätte ich jetzt auch nicht so Bock für. Wo ist hier? Ist irgendwer... Notstandssirene wurde ausgerufen. So, aber erstmal wieder grün. Ja, genau. Knallt mir mal mein Dr. Neurosight hier unter über den Haufen. Ist ja. Dr. Neurosight ist aufgestiegen. Zack, direkt weg. Auch nicht schlecht.
Wie sieht's denn Eli mit seiner Gesundheit aus? Da. So, erstmal den Mega-Kopfschuss hier. Und Kopfschuss! Bam! Kann er sich vielleicht die anderen auch noch vornehmen? Neue Objekte stehen zum Kampf bereit. Schön. Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Ich glaube, das ist nicht so gut für den Gegner jetzt gerade. Ja, schön der Eli. Also der ist echt eine ganz wertvolle Waffe geworden. Das ist einfach nicht nur ein Typ, das ist eine Ressource, die wir da haben mit dem Eli. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig geworden. So, nehmen wir mal hier hinten den Tisch und den hier als allererstes weg. Das sind halt vier Tische. Aber dafür kaufen wir ja gleich dann hier die neuen Bedienungspulte. Die halt mal eben fast dreimal so viel kosten. Aber naja. Depot lagert neue Objekte. Die gute Technik ist so teuer, ne? So, machen wir erstmal das. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Ja, gut. Bauen wir so ein Ding auch hin. Geschützter Reaktor-Dingsbums. Wo ist das? Hier nochmal. Da. Reißen wir einen von denen ab und stellen da so einen gepanzerten für hin. Halt zur Forschung. Überlebt? Ach, Techniker, wir haben ja nur 7. Müssen wir den letzten auch noch reinschicken. Mission beginnt. Ja, müssen wir mal auf gut Glück jetzt hier diese Mission beginnen. Ich denke, die beiden machen wir auch noch durch. Also die beiden Missionen, die eine hier und die da hinten. Und dann, ja, dann ist erstmal durch für heute, oder? Ich wollte ja erstmal nur eine kleine Aufnahmesession machen. Jetzt sind wir schon bei Stunde 10. Ich wollte so um die Stunde rum machen, also das ist schon okay. So, irgendwie hat keiner Bock, das Ding hier abzureißen für mich. Warum nicht? Geh mal da rein, komm hier. Ey du. Psst, psst. Hey. Psst, psst, psst. Ja, der hört nicht. Ausbildungsmaßnahme, irgendwas. Ist halt alles wieder wichtiger als das, was ich scheffel, ne? Neue Objekte stehen zum Kauf bereit. So. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Da so ein Ding hin und da so ein Ding hin. Live-Übertragung. Bla 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 bla. Hast du nicht gesehen? Schön. Irgendwas hat funktioniert. Das hat funktioniert. Schön. Was haben wir denn da hinten? Ach, wir haben neue Bedienstete, die wir eben einstellen können. Das ist der Hackepeter. Das ist die Omi. Dann haben wir hier den Matatau. Hast du nicht gesehen? Und wir haben 1, 2, 3, 4 Leute, die wir einstellen könnten. Moko. Und was haben wir hier? Unsere Spieler konnten dem Aufstellen des hinterhältigen Voodoo-Zauberers Montezuma auswendig machen. Von dem es heißt, er könne die Toten aufwecken. Aber seit diesem unglücklichen Zwischenfall in Haiti hat er sich an seine liebste Zufluchtsstätte in Kuba zurückgezogen. Und trinkt Longdrinks. Wir dürfen diese Gelegenheit nicht verpassen, seine dunkle Mächte in unsere Herrschaft hinzuzufügen. Ich weiß es nicht. Entweder der Moko ist immer eine gute Wahl gewesen, weil der halt so eine Stunning Power einfach hat. Ich weiß es nicht. Aber damit warten wir. Damit warten wir einfach bis zur nächsten Aufnahme. Genau, ich warte damit einfach bis zur nächsten Aufnahme. Wir haben halt hier den Ivan, die Omi, den Hackepeter, Moko oder halt den Montezuma. Und das alles und mehr machen wir dann in der nächsten Aufnahme von Evil Genius. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.